So, und dann willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Hot El Bellaro Experimentell. Jetzt gerade dabei, noch am selben Tag, das Gras in einer Bahn zu machen, dann mit dem Ladewagen einen Teil hier in die Heutrocknung oder für die Heutrocknung zusammen mit Stroh, dass es zusammen produziert wird, gut durchgemischt wird für die Futtermischanlage. Für die Futtermischanlage, die wir dann auch noch platzieren oder brauchen für den Kuhstall, auch wenn der alles automatisch mit reinnehmen kann, braucht ja das noch so seine Zeit. Deswegen, ja. So, das brauchen wir nicht, wir brauchen den anderen, genau. Den großen. So. Koppeln an. Wir fangen nämlich auch wieder links unten am Ecken an. Dann mal gucken, wie sich das Ganze dann nämlich entwickelt. Weil wir müssen zweimal wieder drüber fahren. Aber es passt ja. Kriegen wir beide Sachen an, eingesammelt, ist es noch so, ist es ja noch besser. So. Ja, fangen wir direkt an. Klappen dich mal auf. Alles klar, danke dir. So. Könnte passen. Mittlerweile nach rechts mit dem GPS. Jawohl. Und dann an der Hobel. So, fahren wir jetzt mal, gucken wir uns das Ganze mal da an. Ah, passt ja, das passt. So. Weil ich versuche jetzt das nicht mit Cosplay machen zu lassen, sondern ich will jetzt einfach nur gerade Bahnen haben. Dass da wirklich auch nichts mehr nach links oder rechts stehen bleibt. Aktivieren, ein, runter. Dass wir auf jeden Fall auch alles mitnehmen. Und ihr seht ja, wie unterschiedlich das jetzt ist. Und mit dem neuen Ladewagen, den wir da haben, sollte es ja dementsprechend auch keine Probleme mehr geben. Aber wir könnten noch weiter nach.
Donner, ne? Oh ja, das wird richtig unterschiedlich. Das wird richtig unterschiedlich. Ich habe immer Angst, wenn da immer was liegen bleibt, ja, dann dass das dann nicht benutzen kann in dem Fall, ne? Also es wird ein langer, langer Tag. Ah, das muss auch so sein. Weil es sollte nämlich auch so sein, dass die, ja, gerade deswegen hier, die Schnitte sollten nämlich alle dementsprechend einheitlich sein, oder einheitlich sind, sollten einheitlich sein, ja, was für ein Deutsch bei mir. So. Ja, passt. Aber links. Gut. Dann passt auch so. So, und dann melde ich mich auf jeden Fall mal gleich wieder, wenn ich dann fertig bin mit dem Zammerlinien ziehen. Das sind die letzten Bahnen. Dann kommen wir uns gleich unseren Ladewagen. Das große Teil. Was bei uns auf dem Hof steht, dann gucken wir mal. Dass das alles direkt in den Kuhstall reingeht. Weil ich glaube, die kleineren Bahnen, die werden wir direkt jetzt mal. Oder mal versuchen, mal eine Ladung direkt hier hinten in das Gebäude da reinzuschmeißen, wie ich es vorhin erwähnt hatte. So. Ja gut, das muss lange, das muss lang. So, dann klappen wir das mal zu. Da fahren wir nämlich das Equipment auch da hinten auf den Hof. So, schauen wir mal. Oh ja, also eins kann ich noch sagen, da hinten, das wird auf jeden Fall noch ein Erntescharte sein. Mit den roten Beeten, die tun mir echt leid, ey. Aber das ganze Feld wird gepflügt. So, weil das da, die ganzen Silos, die verschwinden. Also habe ich was ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Und so sieht es dann am Ende aus. Deswegen,
paar schöne extra Folgen mit unserem Radlader, da vom Glas, ne? Das könnte man nämlich alles noch verkaufen. So. Reicht. Armbremse rein. Na. Weiter geht's. So, na. Dann holen wir uns noch schnell die Ballenpresse und setzen die da auch noch hin. Das hat, lass uns mal gerade mal gucken, und wenn wir mal die reparieren müssen, können wir die direkt mitnehmen. Das können wir sie dann auch direkt nochmal sauber machen. Die muss man. Dann passt das. Dann können wir die gerade auf dem Hof dann noch abstellen und dann. Da darf ich auch bald fertig sein, ne? Weil da müssen wir nämlich auch mit dem Rasenmäher einmal ums Feld. Am liebsten hätte ich den kleinen Strautmann gar nicht verkauft, aber was soll ich machen? Muss ich auch irgendwie mit der Zeit gehen, dass du ein bisschen effizienter wirst. Dass das Ganze da auch ein bisschen, ne? Kompakter geht. Rechnung kommt dann am Monatsende der Reparatur. So. Lassen wir dich gerade mal da stehen. Unseren So, jawohl. Das Licht hinten an. Ja, ja. Jawohl, ist jetzt gut. Passt. Hammer. Auf geht's. Machen wir davon nochmal ein kleines Foto. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich mache in letzter Zeit echt viel zu wenig Screenshots von den einzelnen Tagen, wo ich da drin bin. Ja, und das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ach, Seliermittel, ne? Wo habe ich Seliermittel? Ah, perfekt, ich habe noch was da.
hab noch was da. Gott, bin ich gut. Ich glaube, das glaubst du auch nur, du, wird jemand sagen. So. Na, komm schon. Wir brauchen nicht viel von dem Zeug. Aber wir brauchen es. So. Boah, alles Zeug. Das Zeug geht weg wie nix, ey. Mir sagen, ich bin schon voll? Nee, oder? Hallo, steig doch mal bitte in den Trecker. Boah. Eine Frage. Vielleicht, wenn es bei euch, unter den Farmern. Gibt es, wenn ihr Selliermittel in so einem Ladewagen benutzt? Klar, der Drach steigert sich, aber gibt es eine Möglichkeit, dass ihr einstellen könnt über den Trecker mit der Konsolenfunktion Verbrauch höher einstellen oder Verbrauch niedriger? Das würde mich mal gerne interessieren. Könnt auch gerne das mal unter die Kommentare schreiben, weil wir können ja quasi mit der Taste M und K die Sachen erhöhen, die Sachen niedriger einstellen. Und das wäre halt so, was mich mal für so einen Ladewagen einfach mal interessieren würde, ne? Weil ansonsten würde ich gerne einfach den, wie heißt er? Von hinten 88 mal fragen. Ich weiß, der ist ja, der streamt ja als Farmer. So, lass mal kurz mal gucken. Isoliermittel, jawohl, ist drin. Okay, na gut. So, Roter Blitz, Dankeschön, Hallöchen. Na? Auch dir einen schönen guten Tag. Wie geht's dir denn? Was machst du denn Schönes? Das habe ich dich sogar auf der Aufnahme erwischt. Bin ich gut. So. Für den neuen A3 habe ich die Euro-Wings-Lackierung gefunden. Voll geil. Euro-Wings. Ey, behalt die mal bitte, ne? Die würde ich nämlich auch gern machen. Haben wollen. Machen. Hm? Junge, Junge, Junge. So, genau. Oh, die Arbeit ist beendet. Sehr schön. Leute, da müssen wir mal... Da müssen wir kurz hin. Da müssen wir kurz hin und der Praktikant dir noch kurz sagen, wo es noch was arbeiten muss. So, dann bitte einmal das raus. Ich danke dir, mein Lieber. Feld 26. Och, guck mal, wir haben nur den Drescher eingestellt. Na gut, also meine Liebe, dann darf die Praktikantin gleich mal bei Beifahrer.